Privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zurück zu Astronier. Ja, es ist ein bisschen her, dass wir mit dem kleinen Dickerchen unterwegs waren. Ich habe ja nach über 100 Parts Astronier mich entschieden, eine kurze Pause einzulegen, um wieder Energie zu schöpfen. Nein, eigentlich war es nur eine Folge und ich habe ein bisschen vergessen, dass dieses Projekt existiert. Entschuldigung, kann passieren, glaube ich. Ja, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung mehr von gar nichts, also viel geändert hat sich so gesehen nichts. Ja, ich guck mal kurz, was hier eigentlich gerade los ist. Also, wir haben cooles Zeug im Inventar. Verbindungen, Titan, Kupfer, ja. Und ich untersuche mal. Das forscht. Schön. Schön. Und wir benötigen Harz für unseren Fabrikator und... Okay, okay, wir benötigen Harz. Haben wir denn Harz? Nein, wir haben kein Harz. Wir haben unser Sammelwerkzeug und wir brauchen Harz. Da wir Verbindungen haben, schätze ich mal, weil ich so intelli-klug bin, hatten wir vor, auf Harzsuche zu gehen. Und ja, wie gesagt, oder? Habe ich das überhaupt schon gesagt? Ein neues Update ist draußen. Null. Punkt. Soll das so aussehen? Ah, okay. Es ist kein Bug. Es soll so aussehen. Okay, gut zu wissen. Nicht, dass es so endet wie in unserer ersten Welt. Ja, es ist so. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ja. Es gab ein neues Update. Das ist, glaube ich, Sauerstoff, oder? Ist das Sauerstoff? Ja, das ist Sauerstoff. Das könnten wir vielleicht auch mal mitnehmen. Vielleicht hätte ich auch mein ganzes wertvolles Zeug in der Tasche lassen sollen. Keine Ahnung, kann passieren. Verbindung, bitte. Danke. Ja. Es gab ein neues Update, 0.7.0. Und ich glaube, der Ingame-Sound ist viel zu laut. Ich mache den jetzt mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, das ist jetzt generell ein wenig angenehmer, obwohl ich glaube, jetzt ist er ein Ticken zu leise. Ja, das sollte gehen. Das sollte, glaube ich, jetzt gehen. Wenn der jetzt zu leise ist, tut's mir leid. Wenn er zu laut ist, nicht. Und ja, ich würde sagen, warte, was habe ich denn gerade eigentlich aufgesammelt? Gemisch. Nein, das wollte ich nicht. Das heißt, wir brauchen doch das andere. Ich verwechsel es ja immer. Und nein, eine Verbindung wollte ich hier noch nicht platzieren. Ich wollte die erst da platzieren. Vielen Dank. So. Habe ich eigentlich noch Verbindungen? Nö. Okay, meine Verbindungen sind leer. Das ist nicht schön. Ich habe hier noch ein bisschen organisches Material. Das kann ich natürlich auch sammeln. Organisches Material stört nicht. Das brauchte ich ja auch für irgendwas. Ich glaube, ich konnte mir ja damit Energie in einem Generator machen. Irgendwie sowas war da ja. So, gibt es hier denn irgendwo Gemisch? Ich habe ja zum Glück ein bisschen Sauerstoff im Täschchen, sodass ich hier ein wenig in Ruhe sammeln kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir begeben uns hier auf sehr, sehr gefährliche Pfade. Irgendwie ist unsere ganze Welt mit einer Höhle durchlöchert und ich weiß nicht, ob mir das so gefallen mag. Aber ja, es gibt ein neues Update. Dazu habe ich immer noch nichts gesagt. Neue Fahrphysik wurde scheinbar gemacht. Es gibt jetzt auch einen kleinen Rover. Was es damit genau auf sich hat, weiß ich leider noch nicht. Bin ich aber gespannt, das mit euch zusammen zu entdecken. Und scheinbar haben wir mal wieder eine Welt ohne Harz. Obwohl, ich glaube, beim letzten Mal war es ja gemischt. Diesmal ist es, glaube ich, Harz. Ja. Das ist, sagen wir mal so, unschön. Unschönomatico. Aber ich glaube, wir können uns dank dem Harz, was wir gesammelt haben, dank dem Gemisch, was wir gesammelt haben, das war ja Gemisch, genau, ein paar weitere Verbindungen machen. Genau. Schön. Sehr schön. Und damit können wir dann in die andere Richtung gehen, weil wir gemerkt haben, hier auf der Seite gibt es scheinbar nichts. Schade. Schade, schade, Schokolade. Aber hey. Harz. Au. Au. Hier ist Harz. Ich bin an Harz vorbeigelaufen. Ich bin ein Genie. natürlich wollte ich es mir nur für später aufheben. Ich wollte natürlich gucken, ob es da hinten vielleicht noch ein paar Ressourcen gibt, um die Verfügbarkeit dieses Materials einschätzen zu können. Nein, eigentlich war ich einfach nur blöd. Ah, hey, wir haben jetzt auf jeden Fall Harz. Bitte noch ein bisschen Harz, damit ich noch ein Stack voll kriege. Bitte. Komm schon. Komm schon. Harz, wo bist du? Ach, Harz. Danke. Ist da schon wieder ein Loch bis nach ganz...
Ja, da ist. Okay. Memo an mich selber. Huch, was habe ich denn hier gemacht? Oh, ich habe nochmal so eine Verbindung platziert. Dies wollte ich natürlich nicht. Memo an mich selber. Nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Kann ich überhaupt schon hochbauen? Nein. Ich brauche noch einen Kanister. Okay. Was kostet mich eigentlich der Kanister? Kann ich den überhaupt schon machen? Nein, ich glaube, ich muss den erst erforschen. Da war doch irgendwas. Wie konnte ich nochmal Forschung machen? War das R, T? Nee, T war das auf keinen Fall. R war das auch nicht. Tab? Nö. F1? Warte, hier waren doch Tipps. Ich konnte doch irgendwo hier gucken. Wie mag ich Forschung? Öffne Katalog auf der Seite. Ja, aber steht hier mit welchem Shortcut? Nö. Dann kann ich das wieder schließen? Ja, danke. Dann muss ich den. Ja. Oder kann ich einfach Q gedrückt halten? Ah, wenn ich Q gedrückt halte, okay. So, Kanister kostet mir 40 Bytes. Ich habe genug. Erforsche ich jetzt erstmal. So, freigeschalten. Was gibt's denn hier noch? Hämmer. Kenne ich nicht. Und ich habe irgendwie jetzt keinen Bock, mir einen Hämmer zu machen. Klingt nicht so lecker. Kanister, Kanister, Kanister. Mit was mache ich das? Mit Harz. Okay, gut, dass wir dann Harz gesammelt haben. Und den Kanister, wo ist der? Den packe ich mir einfach hier dran. Und jetzt kann ich ja einfach hier so Erde ein bisschen sammeln. Und sollte ja dann auch hochbauen können. Genau. Okay, super. Dann haben wir das schon mal gemacht. Das ist toll, weil ich glaube, das wird sehr, sehr praktisch sein, falls wir da aus Versehen mal runterfallen. Und ich glaube, das wird sehr schnell passieren. Ich glaube, das wird wirklich sehr, 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 sehr schnell passieren. So, was ich mir aber auf jeden Fall erstmal bauen möchte, wäre die Fahrzeugbucht. Die kosten mich 250, die habe ich jetzt freigeschalten. So, ich musste jetzt, glaube ich, bei dem mittelgroßen Fabrikator zweimal Harz platzieren, damit ich dann die Fahrzeugbucht auswählen kann. Irgendwie so war das doch, oder? Ach nee, zuerst wählte ich, glaube ich, die große Plattform aus. Genau, der druckte mir jetzt die große Plattform. Cool. dauert auch eine Weile. Nicht so cool. Aber okay, der macht mir jetzt eine große Plattform. Hier bei dem kleinen Drucker konnte ich ja auch irgend so ein Zeug machen. Was will der mir jetzt da drucken? Hi. Ah, okay, ich konnte hier aussuchen, was ich machen will. Gut, das heißt, wenn ich hier Q drücke, kann ich dann auswählen, was ich bauen will. Aber so wie ich es verstanden habe, sind es ja nur Plattformen. Das ist hier ein Lagerraum gewesen oder was war das? Ich glaube, das war einfach. War das einfach eine Plattform? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall lagere ich hier irgendwie Zeug. Es ist sehr schwer, wieder in das Spiel reinzukommen. Das gebe ich gerne zu. Dann kann ich hier ein bisschen Zeug lagern. Weil das scheint mir ja bisher einfach nur so ein Lager scheinbar gewesen zu sein. Oder? Nee, nee, das war eine kleine Plattform. Genau, das war eine kleine Plattform, weil das ist hier auch drauf. Und ich habe einfach da Fahrzeugbucht und sowas drauf gelagert. Na dann. Oh, da liegt ja noch was. Harz. Warum habe ich Harz hingeworfen? Huch. Wo ist denn das jetzt hin? Ach, das ist direkt nach da unten gegangen. Ja, sonst brauche ich eigentlich nichts. Und genau, jetzt konnte ich dich auspacken. Und musste dich irgendwie hier so verbinden. Ganz cool. Ja. Und weiter? Ich weiß es nicht. Wie konnte ich jetzt auf der irgendwas bauen? Brauchte ich noch mehr Harz? Fragezeichen. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich mache es jetzt so. Ich platziere erstmal hier das alles weg und guck mir mal hier. Ich habe hier den kleinen Drucker. Ich kann hierauf einen Fabrikator bauen. Okay, ich kann darauf nichts anderes bauen. So, das bedeutet wahrscheinlich, wenn ich hier nochmal Harz draufpacke, kann ich mir dann hier die Fahrzeugbucht bauen? Oder wie funktioniert das? Ach nee, ich kann hier aussuchen. Fahrzeugbucht. Die braucht zwei Aluminium. Okay. Und das zeigt mir jetzt auch an, es braucht zwei Aluminium. Aluminium habe ich noch nicht.
Okay, gut. Das heißt, ich müsste jetzt etwas runter, aber bevor ich hier mit meinem Harz und meinem organischen Material nach unten gehe, gehe ich lieber mit meinen Verbindungen ein bisschen los und versuche mal hier in diese Höhle runterzukommen, und zwar mit Verbindungen. Anders gesagt, ich versuche hier mir wirklich jetzt einen kleinen Weg zu bauen, den ich auch nutzen kann. So. Und Speedy schreibt gerade in Steam Hallo YouTube, aber das sieht man in der Aufnahme nicht. Haha, Speedy. Ihr könnt ja Speedy zurückgrüßen, dennoch. Speedy ist ja ein netter Mensch. Manchmal. So. Sauerstoff, immer praktisch. Man weiß, wie gerne ich irgendwie hier ersticke. Und dann würde ich sagen, erforschen wir hier ein wenig die Höhle. In der Hoffnung, dass wir an Aluminium drankommen. Aber das Spiel hat sich echt verändert seit meiner ersten Welt. Das muss ich wirklich sagen. Und das zum Positiven. Also, ich finde, es macht jetzt viel mehr Spaß als vorher. So ungern ich das auch zugebe. Weil davor war es halt auch schon ein super Spiel. Aber es wirkt jetzt einfach viel besser gebalanced. Und ich bin auch sehr froh, dass das Spiel immer noch entwickelt wird, auch wenn es schon so lange in Early Access ist. Dass es halt keine der Early Access-Leichen ist, sondern wirklich immer mehr Neuerungen bekommt. Vor allem auch Neuerungen, die wirklich Unterschiede ins Spiel bringen und nicht einfach nur da sind. Oh, ich habe keine Verbindung mehr, deswegen kann ich keine neuen platzieren. Ups. Naja, hier hochkommen tue ich aber dennoch, glaube ich. Also kann ich hier in Ruhe. Ach nee, ich habe hier eine Verbindung, die kann ich noch platzieren. So. Dann sammle ich hier noch schnell den Sauerstoff. Aber dann komme ich hier nicht mehr hoch. Oh, ich bin eine Intelligenzbestie. So. Nein! Nein! Kleine Verbindung! Ich habe Angst vor dem Ding. Ich weiß nicht, ob das ein Forschungsobjekt oder ein Ich mache Sandi-Auer-Objekt ist. Ich glaube nämlich, es ist ein Ich mache Sandi-Auer-Objekt. So. Komme ich hier noch hoch? Nein. So, jetzt komme ich hier hoch. Genau, okay. Jetzt kann ich hier auch problemlos hoch. Ich habe genug Sauerstoff in der Tasche. Darauf will ich mich zwar nicht so sehr verlassen, aber ich wollte jetzt auch nicht hier lang rutschen. Das war auch nicht mein Ziel. So, was bist du? Was bist du und warum habe ich Angst vor dir? Es ist auf jeden Fall etwas, was kaputt gehen kann. Dinge, die kaputt gehen können, machen mir regelmäßig Schaden. Das weiß ich. Samen? Kann ich das pflanzen oder wie? Keine Ahnung, was mir das bringen soll, wenn ich das pflanze, aber okay, ich kann das pflanzen. Das hier war ja kein Rohstoff. Hier sind ganz viele solcher Dinge, die mir, glaube ich, Aua machen können. Hier ist auf jeden Fall irgendeine Giftgasgrube, aber das hier interessiert mich gerade. Was ist das? Und warum sieht das so cool aus? Warum sieht das so mega cool aus? Forschungsobjekt. Okay. Ich habe schon mal ein Forschungsobjekt. Au, 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 au. Was hat mir Schaden gemacht? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hat mir Schaden gemacht. Autschi, autschi, autschi. So. Ich platziere mal das Forschungsobjekt irgendwo hier weiter hinten. Damit ich das dann nacherholen kann. Am besten so, dass es nicht runterrollt. Sagte und ließ es runterrollen. So. Boah. Diese Forschungsobjekte immer. Oh, ich kann hier nicht hoch. Gut zu wissen. So, bleibst du da liegen? Dankeschön. Vielen Dank, mein liebes kleines Forschungsobjekt. So, dann ernte ich hier mir noch ein bisschen Sauerstoff für den Vorrat. Aber den Rest lasse ich mir, glaube ich, für den Notfall übrig. So. Ich sehe hier halt eine Menge Zeug, was mir Schmerzen bereitet. Und eine Menge. Au, 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 au. Au, das war doof. Und eine Menge Forschungszeug, glaube ich. Obwohl, bei solchen abgestürzten Satelliten, glaube ich, sollen das sein, gibt es ja auch manchmal Rohstoffe. Wenn ich mich recht entsinne. Zumindest bei den abgestürzten Raumschiffen gab es das. Aber hier gibt es wieder Forschung. Okay. Das Forschungsobjekt nehme ich dann aber direkt mit. Einfach weil ich sonst vergesse.
Wo geht's zurück? Ich habe keine Ahnung, aber ich will diesen Rohstoff hier. Was bist du? Laterit! Ich habe keine Ahnung mehr, ob das das war, was mir Aluminium erzeugt. Ich glaube nämlich nicht, aber hey, Laterit ist besser als nichts. Nur wäre jetzt wirklich meine Frage, wo geht's denn hier eigentlich zurück? Ach, da hinten, okay. Oder? Ja, da hinten, okay, zum Glück. Puh. Ich hatte schon Angst bekommen. Ganz große Angst. Sandy hatte sehr viel Angst. So, jetzt ist mein Sauerstoffvorrat aus dem Inventar aufgebraucht. Ey, der geht so schnell zu Neige. Das ist echt schlimm. Ich glaube, so ein Stack, das entspricht keiner Sauerstoffleiste. Also, so eine Sauerstoffleiste, die bringt mir, glaube ich, mehr Sauerstoff als so ein Stack Sauerstoff. Vermute ich mal. Also, zumindest kommt es mir so vor. So. Dann nicht schlittern, sondern hier Sauerstoff bitte ernten. So, damit ich ein bisschen was auf Vorrat habe. Und dann laufe ich hier einfach an der Kante entlang. In der Hoffnung, dass mich hier nichts Böses trifft. Was ist das eigentlich für eine Verbindung, die ich hier manchmal sehe? Irgendwas schießt? Schießt irgendwas auf mich? Ich weiß es nicht. Aber es wirkt ein bisschen, als würde irgendwas Schaden machen. Guck mal. Ach, das ist von meinem Abbauzeug, wenn ich irgendwas abbaue. Brennt das? Hä? Warum brennt denn mein Abbaugerät? Guckt mal. Das schießt irgendwas raus. Ich verstehe es nicht. Oh, und es kommt ein Sturm. Das ist natürlich nicht schön. Das ist natürlich gar nicht schön. Weil ich gerade nicht irgendwo hinfliehen kann. Aber ist es einfach nur ein Effekt oder hat es was zu bedeuten, dass mein Abbaugerät so brennt? Weil es sieht irgendwie ungesund aus. Ich weiß ja nicht. Was habe ich jetzt eigentlich hier an Zeug? Ich habe Samen, Laterit und Ammonium. Ah, Laterit ist Aluminiumerz. Okay, ich brauche also Laterit. Mit dieser Erkenntnis gehe ich jetzt aber erstmal zurück. Ich nehme auch so ein Forschungsobjekt mit. Einfach, weil man nie genug Forschungsobjekte haben kann. Und lege einfach mal mein Zeug erstmal da ab. Ich brauche ja, glaube ich, 2 Aluminium mindestens. Ich weiß ja nicht, ob ich für das Fahrzeug noch mehr Aluminium brauche. Deswegen muss ich eh gleich zurückkehren. Aber okay, das Forschungsobjekt lege ich hier mal ab. An dem anderen wird hier immer noch irgendwie geerntet. Und hier kann ich ja... nee, mein Aluminium muss ich ja erst schmelzen. Wie mache ich das? kann ich hier eine Schmelze machen? Wie schmelze ich Sachen? Ich weiß es nicht. Muss ich das erst erforschen? Weil man muss ja irgendwie mittlerweile alles erforschen. Kleiner Fabrikator, Fahrzeugbucht, mittelgroße Plattform, große Plattform, extra große Plattform, Lager, Boostmodus, Dynamit, Feuerwerk, Verbindungen, Sauerstofftank, Verlängerung, kleine Batterie, kleiner Generator, Schmelzer! Ja, den brauche ich, glaube ich, erstmal. Und Mineralextraktor. Boah, aber da hatte ich ja irgendwie nicht verstanden, wofür der da ist. Bitte sag mir, ich kann den Schmelzer hier bei der kleinen Plattform machen und muss nicht dafür... was war denn das? Eine große Plattform opfern. Nein, natürlich nicht. Oder ich glaube, ich hatte vorhin gesehen, dass es mittelgroße Plattform... Habe ich die mittelgroße Plattform eigentlich oder die große Plattform? Wo war denn das? Ich glaube, das war hier. Mittelgroße Plattform habe ich. Ah, es gibt 2 verschiedene Typen. Und ich habe die große Plattform. Okay. Und was ist das für eine? Das ist die große Plattform. Das ist eine kleine Plattform. Das heißt, ich kann hier theoretisch eine mittelgroße Plattform bauen. Wenn ich das alles hier endlich mal weglege. Und hieraus dann... ich hatte ja ein Gemisch... eine mittelgroße Plattform
Oh, ich hatte kein Gemisch. Ich hatte Harz, aber kein Gemisch. Achso, ich will ja auch keinen Fabrikator, ich will eine Plattform. Plattform braucht der Harz, genau. So, dann brauche ich hier jetzt meinen Harz. Jo. Und dann sollte ich ja mir die mittelgroße Plattform bauen können. Huch. Oder, ach, das ist schon die mittelgroße Plattform. Okay, dann brauche ich scheinbar... Ja, ich bin verwirrt. Dieses Spiel. Oder muss ich bei der großen... Nee, das ist die mittelgroße Plattform. Ich kann jetzt noch eine große Plattform bauen oder wie ist das? Keine Ahnung, aber ich kann hier auf jeden Fall mit zwei gemischten Schmelzer bauen, den ich auch erstmal benötige, damit ich überhaupt irgendwas bauen kann. Das heißt dann wohl Gemischjagd oder so. Dann lagere ich erstmal hier Laterit und sowas. Nee, die Energie kann ich ja mitnehmen. Ammonium, das hier kann ich hier auch wieder drauf platzieren. Und dann heißt es wohl auf der Jagd nach Gemisch. Ich verstehe es zwar alles nicht und ich bin minimal verwirrt von allem. Was jetzt die mittelgroße, was jetzt die große und was jetzt die extra große Plattform ist, aber hey. Und ich würde sagen, so langsam wird es auch Zeit, dass ich den Part beende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls jemand weiß, was es mit diesem Effekt bei meinem Sammler auf sich hat, dass der irgendwie brennt, gerne her damit. Also das wüsste ich halt ganz gerne, was es damit auf sich hat. Weil ich finde es ein bisschen merkwürdig. Naja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Video für euch aufzunehmen. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen, Leute. Euer Astronauton.